Vielleicht kennen Sie ja auch so jemanden, dessen berufliches Erscheinungsbild so gar nicht zu seinem Hobby passen will. Peter Mader aus Burger ist genauso jemanden, denn er ist eigentlich Zahntechniker und verwandelt sich nach seinem normalen Beruf in einen Ritterpoeten. Wie es dazu kam und wie sich das vereinbaren lässt, das haben wir ihn einfach mal selbst gefragt. Seit 22 Jahren hat Peter Mader sein Zahntechniklabor in Kleinernhausen bei Burger. Immer noch ist es sein absoluter Traumberuf. Ihm gefällt es, gestalterische, kreativ zu arbeiten. Auch wenn es im eigenen Labor oft eher wortkarg zugeht. Wenn ich was Normales allein im Labor sitze und nicht gerade irgendein Patient zur Farbnahme da ist, dann rede ich sehr wenig, aber ich höre sehr viel Musik. Also bei mir läuft die Musik, reden ist, wenn ich allein arbeite, nicht notwendig. Vielleicht hat Peter Mader aus genau diesem Grund noch einen zweiten Beruf, beziehungsweise eine zweite Persönlichkeit. Sobald er sein Labor verlässt und in sein Kostüm schlüpft, wird aus Peter Mader der Zahntechniker, Dentatus vom Eichberg, der Ritterpoet. Das Sprechbedürfnis, das während der Arbeit im Labor nicht gestillt wurde, kann er so kompensieren. Walter von der Vogelweide war ja der bis heute bekannte mittelalterliche Dichter. Beispiel. Einst sang Walter von der Vogelweide vor einer ganz, ganz jungen Maid mit seiner ganzen Sangeskunst und hoffte auf der Maiden Gunst. Doch blieb diese gänzlich unberührt und meinte gänzlich ungerührt, sie höre eigentlich viel lieber die Songs von Justin Bieber. Seine selbstgeschriebenen Verse kombinieren oft Mittelalter mit heutiger Zeit. Seit 8 Jahren tritt Peter Mader jetzt schon als Dentatus vom Eichberg bei historischen Bürgerfesten auf. Auch bei großen Fasching-Events stand er schon auf der Bühne. Von dort kommt auch die Idee des Ritterpoeten. Burger hat Faschingstradition mit alten Versen und meistens 4-Zeiler, 6-Zeiler. Und dann habe ich einfach ein paar Verse, ritterliche, aufs Mittelalter bezogene Verse gemacht. Ein paar ganz wenige kurze. Und die kamen bei den Leuten so gut an, als ich sie an der Ecke rezitiert habe, irgendwo in der Stadt, dass daraus immer mehr Verse wurden. Mittlerweile hat er seine Verse auch veröffentlicht. 4 Bücher hat er bereits gefüllt. Seine mittelalterlichen Stände und Stühle hat er alle selbst gemacht. Handwerken und Basteln liegt Peter Mader eben. Ob jetzt mit Zähnen oder größeren Gegenständen. Irgendwie führt er ja schon eine Art Doppelleben. Es sind 2 verschiedene Personen. Ja. Aber man kriegt sie unter einen Hut. Es kommt schon vor, dass ich im Labor den Hörer abnehme und Dentatus sage statt Dentallabor Mader. Und zu Zahntechniker Peter Mader und Ritterpoet Dentatus vom Eichberg kommt noch etwas hinzu. Also heute Abend machen wir ganz was anderes. Heute Abend machen wir schwäbische Versler. Bei den schwäbischen Heimatabenden werden traditionelle Volkslieder gesungen und schwäbische Texte rezitiert. Eine Hommage an Bayerisch-Schwaben, denn auch das ist fester Teil des Vollblutschwabens. Ich möchte nichts missen, weder die zahntechnische Seite noch die Ritterveranstaltung noch das hier. Und heute eben kriegt das schöne Schwaben. Ich bin mit Begeisterung Schwabe. Ich bin ein überzeugter Schwabe. Ich sage mal, seinen Tribut. Und ich täte es wirklich schätzen, sie kentert auch noch Schwäbisch schwätzen. Denn es hilft in unserer kleinen Schwauberwelt, bist mindestens 2-sprachig aufgestellt. Und als gebildet gilt nur jener Mann, der richtig Schwäbisch schwätzen kann. Dankeschön. Falls Sie Dentatus vom Eichberg jetzt auch mal live sehen wollen, die Termine finden Sie auf seiner Homepage im Internet. Das war's damit leider auch schon wieder von uns aus Burgau, liebe Zuschauer. Falls Sie aber mal jemanden kennen wie Peter Mader oder selbst ein außergewöhnliches Hobby haben, ich freue mich, wenn Sie es mir verraten. Oder wenn mal was Tolles in Ihrem Ort los ist, einfach eine E-Mail schreiben und uns vielleicht einladen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf die Themen nächste Woche. Da dürfen wir Ihnen unter anderem einen jungen Mann vorstellen, der einen Kuhstall in eine Parkourhalle umgebaut hat. Vielleicht kennen Sie ihn auch schon als Super Mario aus einer bekannten Fernsehshow. Also, ich freue mich, wenn Sie einschalten. Wie immer, mittwochs um 18:30 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
Hallo Günzburg wurde Ihnen präsentiert von den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach, gemeinsam für Ihre Gesundheit.